Dilly. Dilly ist ein sehr kreativer Mensch. Er hat sein Leben gelebt, er war auf Reisen, er hat sehr viel von der Welt gesehen, er hat sich auf sehr viele Abenteuer eingelassen, er war risikobereit und hat auch große Risiken auf sich genommen. Vieles gelang auch nicht und man musste es hinnehmen. Dann kam die Zeit, wo Stirli sich über sein Leben Gedanken machte. Sollte er vielleicht sein Leben mit Kühen verbringen und mit Landwirtschaft? Oder sollte er sich vielleicht mit richtig wilden Tieren beschäftigen? Oder wäre der Zirkus vielleicht eine Herausforderung für Stirli? Oder sollte er vielleicht besser Kaufmann werden und sich mit Wolle beschäftigen? Dann aber kam Stirli die zündende Idee. Er machte eine Schreinerlehre und bildete sich nach Feierabend auf vielen Kursen weiter, machte den Schreinermeister, machte den Sachverständigen, bildete sich weiter über Abendschulen und wurde zum Unternehmer. Aber immer wenn Menschen auf dem Höhepunkt ihres Lebens stehen und alle Kreativitäten ausgeschöpft haben, kommen neue Kreativitäten. So hat sich Stirli über 10 Jahre beim Bauschadensfachmann Nummer 1 aus Deutschland, Raimund Probst, weitergebildet. Daraus entstanden dann aus dem Bauwissen heraus die ersten Bücher, hier Bauen und Wohnen mit Holz. Die Bücher waren so erfolgreich, dass sie sogar ins Russische übersetzt wurden, damit an der Universität in Moskau Holzbau studiert werden konnte. Es kam das zweite Fachbuch, Holz, Werkstoff, Gestaltung und Verarbeitung. Und weil es dann immer noch nicht ausgereicht hat zum Ausgleich, schrieb Stirli noch ein Kinderroman, Kommissar Ponto und die Haribo-Bande. Und wieder war die Befriedigung immer noch nicht da. Es wurden nach weiteren Herausforderungen gesucht und Stirli machte sich Gedanken über den Sinn des Lebens. Und da hat er sich darauf besonnen, beziehungsweise es kam ihm so vor, wie die Hummel, die den Trieb hat, irgendwo eine Blüte zu bestäuben. Und er wusste, jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Er wollte sich einer Frau anschließen. Denn der Grundsatz dessen, alleine im Bett zu schlafen und wie die Windströmungen, wie die Wärmeströmungen und wie die ganzen Verläufe physikalisch abzufinden sind, waren nicht mehr genug. Das Leben musste noch spannender werden. Es musste eine Herausforderung gegeben werden mit Familie. Er suchte und er dachte sich, Freizeit, Frau, Kinder, das ist mein Leben. Und er fand sie, Clara, seine Geliebte. Stirli war klar, er wollte Clara heiraten. Es war ihm klar, er würde Clara die Sterne vom Himmel holen. Und Clara wollte ein Haus. Stirli überlegte, so wie er das immer überlegt, dass er mit dieser Frau Kinder möchte. Beide waren sich einig, wir wollen bis zum hohen Alter miteinander in diesem Haus verbringen. Ja, wir wollen unser Leben sogar so weit verbringen, dass wir später zusammen ins Heim kommen. Dann kam die Entscheidung. Was bauen wir? Bauen wir beispielsweise nach 100 Wasser ohne einen goldenen Schnitt, egal ob irgendetwas gerad oder krumm ist? Bauen wir futuristisch, wie wir es hier zum Beispiel haben, aus Stuttgart von Daimler-Benz? Bauen wir futuristisch, so wie wir es jetzt kennen, aus Star Wars? Oder besinnen wir uns zurück auf die Pyramiden? Und wollen irgendwas göttlich und etwas Bodenständiges haben? Oder sind wir uns zurück beispielsweise in den Barock, beispielsweise in den Jugendstil oder in den Klassizismus oder beispielsweise in den Biedermeier? Sind wir zurück, wie wollen wir unsere Treppen gestalten? Und dann kam Stirli auf eine ganz einfache Idee. Wir kaufen uns Lego-Klötze und bauen zuerst unser erstes Haus mit Lego. Und wenn wir erkannt haben, was Lego für eine Funktion hat, bauen wir unser Haus. Dabei hat Stirli dann bemerkt, dass die Grundsätze und die Anforderungen, ein Haus zu bauen, nicht unbedingt diese Grundlage haben.
denn ein Haus zu bauen hatten, haben diese Grundlagen. Wir müssen davon ausgehen, dass ein Haus bauen ein extremes Wissen voraussetzt mit ca. 36 Gewerke, die dort zu bewerkstelligen sind. Und das ist immer das Problem. Wir müssen uns einen Bauplatz raussuchen. Und da haben wir diesen Bauplatz erhalten. Wissen wir, ob der Bauplatz uns zugesteht? Der Mann möchte gerne am Sportplatz leben, die Frau möchte gerne beim Frauenbund leben. Und das ist der Grundsatz. Wollen wir in der Stadt leben? Wollen wir auf dem Land leben? Und allem zu allem, wir wollen nie Bauschäden haben. Und da kam Stirli mit seinen vielen, vielen Fortbildungen, mit den Ausbildungen bei Raimund Probst, bei allem darauf, weiß ich eigentlich, wie ich Beton anmischen muss? Und das war die Frage, die sich beide stellen mussten, Stirli und Clara. Was verlangen wir von unserem Haus? Und da war die Grundsatzfrage klar. Bauen bedeutet, Mörderer zu sein. Denn letztendlich ist das eine, wir sind ja auf Handwerker angewiesen. Sind die Handwerker so ausgebildet, wie wir das verlangen? Oder sind die Handwerker so ausgebildet, dass sie nur einen Wirt suchen, den sie aussaugen können? Das ist die Frage. Das war der Tag, an dem das Baufachforum entstanden ist. Stirli war sich klar, dass er für das Baufachforum alles, was er dort gelernt hat, alles, was er sich eingesaugt hat, alles, was er an Bauwissen aufgenommen hat, nicht alles für sich behalten möchte, sondern er war der Meinung, dass er dies alles den geschädigten Bauherren, auch den Lehrlingen, den Meistern, den Gesellen weitergeben möchte, um Bauschäden zu vermeiden. Das Hauptproblem am Bauen ist das, dass ja zum Teil Selbstbauer oder Handwerker, Gesellen, Lehrlinge letztendlich nicht selber schuldig sind, wenn sie Bauschäden produzieren. Denn Bauschäden sind eine Grundlage von Materialien, von Produkten, die auf dem Markt erhältlich sind. Und es ist immer die Frage, ob die alle Zulassungen haben, ob dort alle Bestandteile da sind, die man benötigt, damit die Produkte auch ordnungsgemäß verarbeitet werden können. Und da dies in der Regel nicht der Fall ist, es fehlen CE-Zeichen, es fehlen Ü-Zeichen, es fehlen viele andere Zeichen, wurde die Skandalzeitung entwickelt. Die Skandalzeitung, wo man aufzeigt, wie Schäden entstehen, die Skandalzeitung, wie man aufzeigt, wie Bauherren quasi vor Gerichten verlieren, weil sie nicht in der Lage sind, diese Schäden vorzuzeigen. Und dann auch, dass unsere Gerichte mehr für den, der den Schaden produziert hat, urteilen, wie für den Schaden, den der Bauherr eigentlich bekommen hat. Und daher wurde hier eine Bauschadenszeitung entwickelt, wo man im Internet praktisch alles nachlesen kann, um was es letztendlich geht, wer da letztendlich seine Fehler gemacht hat und wie man letztendlich Schäden vermeiden kann, wenn man die Augen etwas... Dass das Baufachforum sich nicht beliebt machte mit dem, dass sie die Gesellschaft angegriffen hat im Bauwesen und vor allem, dass sie auch Hersteller hier kritisieren, dass sie ihre Produkte nicht alle in Ordnung haben, hat dazu geführt, dass mutige Firmen auf das Baufachforum zugegangen sind und auf das Baufachforum aufmerksam gemacht wurden. Diese Firmen haben sich dann freiwillig einer Produktunterziehung vom Baufachforum unterzogen. Das heißt, die Firmen haben ihre Produkte hier im Baufachforum prüfen lassen, bis auf Herz und Nieren, und waren sich darüber einig, dass ihre Produkte so gut sind, dass alle Prüfzeugnisse, alles was man braucht, da ist, damit der Bauherr und die Handwerker in einer gut
Basis aufgehoben sind und vor allem, dass die Handwerker und die Bauherren auch eine klare Gesetzesgrundlage haben, auf die sie auf die Firmen letztendlich wieder zurückgreifen können. Daraus entstand dann das Baulexikon. Das Baulexikon soll eine Grundlage dafür sein, dass Selbstbauer, dass Handwerker, dass Lehrlinge, dass Gesellen, dass Meister bis hin zu Architekten einfach Baubegriffe begreifen. Dieses Baulexikon ist immer so gestaltet, dass es eigentlich aus Bauschäden heraus produziert wurde. Das heißt, wenn ein Bauschaden vorhanden war, dann wurden aus diesen Bauschaden oder aus den Gutachten, die der Sachverständige Bauer gefertigt haben, sind dann Baulexikonblätter gemacht worden, damit man diese Schäden in der Zukunft vermeidet. Was auch interessant ist, ist, dass wir jetzt komplett umgestellt haben. Wir machen alle unsere Baulexikonblätter jetzt in Form von Videos. Das alles ist allerdings nur ein kleiner Teil und ein kleiner Abriss vom Baufachform selber. Das Baufachform selber hat hier noch Bauschäden integriert. Die geschädigten Bauherren, es sind Hilfen für geschädigte Bauherren da. Ihr werdet dort Dinge finden, die ihr auf einem anderen Forum sicherlich nicht finden werdet, um Bauschäden zu vermeiden. Das Baufachform ist auch dafür geprägt, dass es kein Blatt vors Maul nimmt. Daher ist das Baufachform auch sehr oft angeklagt worden, beklagt worden, Unterlassungsklagen ausgesprochen worden, weil das Baufachform sehr vielen Firmen und Herstellern ungelegen ist. Aber das muss man dazu sagen, daher vertraut ganz einfach unseren Handwerkern, vertraut unseren Firmen, die sich im Produktetest einer ganz kritischen Testgrundlage des Baufachforms unterstellen und vermeidet damit Schäden. Damit möchte ich jetzt mal verbleiben, mit der Voraussetzung, dass ihr keine Bauschäden produziert, und schaut einfach mal rein im Baufachforum unter www.baufachforum.de. A great day. You guys ready? The song is called Read the Words.